Ja, wir haben schon 2 Tage hier, wir haben ganz Dorf schon geschaut und dann bei Halle, wir haben bei der Trainingshalle, bei der Großhalle, kleiner Halle auch gespielt, Training. Aber ich glaube, es ist okay, die Halle ist okay, schon können ganz normal spielen, so ich glaube, es ist schon gut für mich. Das. Heute haben wir den Usain Bolt gesehen, hat sofort alle Boom, Fotos mit ihm und die Stimmung ist wirklich schön, ist toll. Bis jetzt alles ist super, wirklich in London im Dorf und so viel zum Essen und Grafkammer ist auch in der Nähe. Boah, ich habe zwar noch jetzt rundum nicht viel gesehen, aber das Olympische Dorf macht mich wahnsinnig. Ich habe schon Fieberblase, weil ich so mitfiebere. Ja. Und das ist Olympia ist Olympia. Bei der Begrüßung waren wir mittendrin. Ja? Also normalerweise schauen wir nur zu. So. Und die Begrüßungsfeier, was ja jedes NOC quasi bekommt dort im Dorf, das war etwas, wo wir mittendrin waren und die um uns herum getanzt sind und so. Und das war mal was ganz was Neues und war was Schönes. Ich mache die letzten Feinheiten, was mir am Tisch noch nicht ganz läuft, das versuche ich nochmal einzutrainieren oder die letzten taktischen Veränderungen, was ich gegen den Gegner, was ich morgen spiele, das eintrainiere und sonst Regeneration. Ja, die letzten Tage sind von Training geprägt, wo wir uns quasi auf die Spielbedingungen einstellen werden und bis jetzt läuft es ja sehr gut. Wir hoffen nur, dass wir uns nicht zu sehr ausbauen und dann sollte auch beim Wettkampf selber alles richtig laufen. Klar, also ich bin schon sehr, sehr nervös, aber einfach nur Wahnsinn, also hier dabei und man wird richtig von der Atmosphäre hingerissen und Training macht einfach jetzt vor dem Wettkampf noch mehr so total Spaß, sich vorzubereiten und ich gebe mein Bestes und so und dann denke ich, würde ich optimal meine Form haben, damit ich im Wettkampf gut spielen kann. Ich spüre total die Nervosität und die Motivation, die Freude und die Aufregung.